So. Wollen wir mit dem Benzin jetzt zum Fakedrator? Ja. Nee. Ich nicht. Schön, dass ihr das wollt. Ich will das nicht. Ich will erstmal nochmal gucken, ob wir so noch weiter was finden. Da ist nichts. Nee, geht's tatsächlich gar nicht weiter. Na gut. Dann hast du gewonnen. Gehen wir damit zum Fakedrator. Da waren wir noch nicht. Immer sicher gehen, dass da auch nichts verpasst wurde. Nee, okay. Da gibt es anscheinend tatsächlich nichts zu holen. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch, ne? Nope. Okay. Dann ist hier auch tatsächlich nicht so viel zu machen. Oh, das war ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Wir wissen doch, wo sie wahrscheinlich sind. Ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Sieben für Probleme, ey. Ich finde es so schön, wie sie ihn halt wirklich im Rucksack hat, den Kanister. Das ist ja nicht bei vielen Spielen so. Na dann. Bei vielen Spielen kannst du dir irgendwie, keine Ahnung, einen Kanu in die Hosentasche stecken. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Hey, diese alten Generatoren sind ziemlich dick. Du brauchst bestimmt ein bisschen was. Oh. Entschuldige, was? Haha. Haha. Scheiße, ich brauch den Code. East 2. East 2, 5, 3, 4, 5. Das wollte ich nicht. Hey, ernsthaft jetzt? Wollte ich ja nicht. So, ich gehe jetzt wieder auf D-Pad über. Stick ist mir zu scheiße. Tja, kein Begrüßungsmoment. Oder sie warten nur auf uns. Das ist halt echt doof, dass der Analogstick bei sowas dann immer so relativ ungenau ist. Das sieht nicht aus wie was, wo wir rein können, oder? Nope. Okay. Ganz vorsichtig alles anschauen. Oh Gott, wir werden doch hier bestimmt gleich beschossen von da oben. Oh nein, bitte erschießen die nicht gleich unser Pferd. Ey, ich dreh durch, wenn das passiert. Wolf. WLF. Verstehe. Ah, klar. Oh, wie geistreich.
Schon geistreich von denen, das muss man echt sagen. Da kommt es wahrscheinlich nicht einfach so rüber. Indem wir aufs Häuschen klettern. Ne, dürfen wir auch gar nicht. Na gut. Ich laufe mal hier lieber gerade zu Fuß rum, weil da ist man ein bisschen agiler, kann so ein bisschen rumgucken. Ja, was sagt die Map? Wo sind wir jetzt? Dort. Okay, die anderen Sachen da links können wir gar nicht uns anschauen, oder? Nö, die sind relativ tabu. Okay. Also bleibt nur dieser Teil. Einfach Day-Tickets. Ah. Siehst du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaun. Na, das heißt, wir können auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Wir schauen erstmal hier rum. Ist mir sicherer. East 1. Hast du einen Code für das Tor? Weiß nicht. East 1 haben wir, glaube ich, nicht. Nee. Nein, kein Code für das hier. Shit. Okay. Oh, keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht kommen wir da drüber. Ja, das wollte ich auch machen. Entschuldigung, dass ich mal hier aussehen, die Tipps aktiviere. Ich möchte nur nichts verpassen an Dialog. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wäre irgendwie halt zu dumm dafür, das ohne zu schaffen. Ich hoffe, das Spiel sagt nicht hinterher so, ja, so, oh, du warst dumm, weil du bist schlecht gespielt, weil du so und so oft Tipps benutzt. Ist da offen? Was zum? Also mir gefällt das gerade genauso wenig wie ihr. Ich habe eine Waffe ohne Munition, was auch immer nicht so toll ist. Eventuell könnten wir über diesen Bus da oben drauf springen, aber ich glaube nicht, dass uns das hält. Ich gucke hier nochmal kurz, ob man davon was nehmen kann irgendwie. Nee, kann ich da was nehmen bei dem... Nee. Okay. Savannah. Also Savannah Hotel, ja schon, wussten wir ja schon, dass das so heißt. Ach du Scheiße. Der da ist wenigstens kein Klicker. Oder die da. Schnell bitte komm, lass mich die einfach kurz wegsnacken. Keine Sorge weniger. Nicht weiter verwunderlich. Eine Schublade mit Schrott, was ganz schön ist. Das ist eigentlich der Schrott. Sammeln wir mit. Sind das Punkte oder machen wir das mit dem Schrott, die Sachen herstellen? Also, hier, Dings, sind das Schrottpunkte? Nee, das sind Pillen.
Mit Pillen machen wir das, okay. Skillen mit Pillen, wie es so schön heißt. Oder doch nicht, offiziell heißt es wahrscheinlich nicht so, aber ich finde den Spruch ganz schön irgendwie. Vielleicht erwischen wir gleich noch einen einzeln. Das wäre ganz cool. Das war das. Das haben wir sogar ziemlich gut gemeistert gerade. Holla, die Waldfee. Wie haben wir das gemacht? Darts. Oh, ein Wal. Und ein ich wollte gerade sagen, und ein Delfin, aber das ist ein Orca, das ist auch ein Wal. Hunde. Ein Hundekamin. Sie hat leider halt auch nichts dazu, jetzt weiter zu sagen. US Mail. Da geht's theoretisch weiter. Vorher gucke ich nochmal, ob ich hier jetzt von dem etwas aufheben kann und ob ich da irgendwie auch sicher nichts ausrichten kann. Wir könnten tatsächlich Heilung, gerade das hätten wir vorhin auch schon machen können. So, dann können wir jetzt nochmal ins Basteln. Können wir irgendwas anderes Sinnvolles noch basteln? Schockbombe. Das benutze ich alles nicht. Okay. Ich glaube, wir haben alles, was geht. Oh, der hier ist frisch. Und er hat einen dieser Wolfaufnäher. Wir haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat. Dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Ist das keine Gerechtigkeit? Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Ja, sind wir schon dabei. Ellie ist echt ein bisschen nicht mehr so bei Laune, ne? Ich meine, es ist ja auch zum großen Teil verständlich, aber... Ja, macht wohl Sinn zu tauschen. Lass mal kurz hier gucken, bevor wir irgendwie was weitermachen. Hey, da ist ihr Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Sie wurden erschossen.
Erkennst du sie? Nein. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Vielleicht Tommy. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es den auch noch gibt. Den hier erkenne ich auch nicht. Tja. Vielleicht sind die anderen Typen auch gar nicht von der WLF. Vielleicht haben die sich wirklich nur als die ausgegeben. So, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung wir zuerst wollen. Ah, Mist. Oh, das wurmt mir jetzt gerade richtig. Ich gehe mal hier rein. Können wir da ran? Nö. Auch nicht mit dem normalen Schleichtrick. Oh, schön. Schöne Kunst. Etwas merkwürdig für so ein Hotel, aber boah, das ist voll das geile Hotel, ehrlich gesagt. Das ist schon edel, ne? Hui. Also nicht... Doch. Doch, schon ziemlich edel. Ich wollte jetzt gerade sagen, nicht mega edel, aber schon... Doch, es ist schon ziemlich edel. Nur Klopapier ist leider alle... Und der Spiegel funktioniert geilerweise immer noch. Können wir jetzt schon was Neues? Braucht man einen fertigen... Ja, ich möchte die verbesserten Medikits, deshalb mache ich das schon mal. Das lesen wir doch auch gleich nochmal wieder. Samstag, 29. März. Unser Schlag gegen den Fedra-Kontrollpunkt war erfolgreich. Ich habe mindestens 3 von diesen Verbrechern getötet. Bei uns gab es nur ein paar Verwundete. Nach unseren letzten Verlusten hat es gut getan, zurückzuschlagen. An dem Abend haben wir Isaac zu unserem neuen Kommandanten gewählt. Es war ein hitziges Treffen. Seine standrechtliche Exekution... Dieser Gefangenen stößt manchen Leuten noch übel auf. Aber ich mag ihn. Er kann auch schwere Entscheidungen fällen. Freitag, 4. April. Was war das vorher? 19. März, okay. 4. April. Ich bin total erschöpft, aber aus gutem Grund. In den letzten Tagen sind 8 neue Rekruten hier aufgetaucht. Und 6 davon sind Fedra-Deserteure. Es ist eindeutig, Isaacs Richtlinien funktionieren. Entweder das oder es sind die ganzen Flugblätter. Die Leute nehmen uns jetzt ernst. Und sehen die WLF endlich als echte Alternative. Wir werden diese Faschisten vertreiben und auf dem Fundament, das Emma und Jason gelegt haben, etwas Neues aufbauen. Know it all. Das wollte ich gar nicht was lesen. Nein, ich wollte es wenden und dann so lesen hier. Nodol, echter Name Sheila Kim. Intelligenz 100 plus, Muskelkraft 20, Zugehörigkeit Spark. Als bei der weltberühmten Forscherin Sheila Kim eine frühe Form der Demenz festgestellt wurde, wandte sie sich voller Verzweiflung an Spark. Konnten sie etwas tun, um ihren mentalen Verfall aufzuhalten? Sie willigten ein, ihr eine experimentelle Nano-KI-Festplatte ins Gehirn zu implantieren, die nicht nur ihr Wissen speichert, sondern auch massenhaft neue Informationen ansammeln konnte. Jetzt kann sie ohne Zweifel die klügste lebende Person der Welt. Sparks neue technische Direktorin und Leiterin der Abteilung Militärforschung. Manche sagen, sie habe ihr Gewissen verloren. Andere fragen sich,
ob die KI ihren Geist übernommen hat. Neutrale Schurken. Das sind echt schöne Locations, finde ich, die wir so besuchen, ne? Also ich finde, das ist echt mal... Das haben die echt mal nett schön mit Detail gemacht. Guck mal, oh, das Wasser doch voll schön in dem Eimer. Schön einfach. Sehr, sehr schön. Dusche hat auch schon mal sicherlich anders ausgesehen. Nein, sorry für mein Gähnen. Sorry. 217. Okay. Scheiße. Erstmal nach links umgucken. Was ist denn hier passiert? Das war Tommy. Was? Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße, hier drüben ist noch jemand. Kenne ich nicht. Das steht aber was. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage. Aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. 7302, das merken wir uns mal. Ganz frisch, er kann noch nicht weit sein. Ja. Na los. Möglicherweise gab es eben gerade schon wieder den Bug. Ja. Es tut mir dann sehr leid. Mist, blöd, dass wir jetzt nicht doch noch mal ins übere Stockwerk geguckt haben. Obere meine ich natürlich. Der Spiegel wirkt ja mal so richtig, als wäre das so ein Fake-Spiegel mit so... Das ist so ein Interrogation-Room-Spiegel. Nein, nicht tauschen. Erwartest du hier was, oder? Anscheinend nicht. Dann gehen wir einfach mal da runter. Da ist eben dem fetten Rohr da. Du sagtest, der Tommy hat so einiges getan, aber... Scheiße. Ich weiß. Alles in Ordnung? Nicht schön, auf jeden Fall. Schön war's nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt. Ich hätte Schlimmeres getan. Kapiert. Bei 701 habe ich gesagt, ne? Nee.
Nee, nee, nee. 7301. Ich mach das Tor auf. Weißt du noch den Code? Der mit Blut geschrieben war? Ja. Jetzt haben die, wetten, die haben das extra gemacht, weil sie wussten, dass man sich den merkt. Hab's. Und ich hab's auch. Die Frage ist nur, wo führt uns das hin? Wir lassen Schimmer hier stehen. For safety reasons. Sorry. Ich weiß, du bist ein bisschen fußfaul, aber finde ich sicherer so. Da muss ich jetzt aufsteigen. Wir sollten irgendwo ein Lager aufschlagen. Vielleicht okay. Weiter oben, dann haben wir das Gebiet im Blick. Klingt gut für mich. Okay. Suchen wir ein offenes Gebäude. Vorzugsweise ohne Infizierte. Oder WLF. Wolves. Wie auch immer. Ich habe noch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Nein, danke. Du solltest etwas essen. Oh mein Gott. Was? Ich klang gerade wie meine Mutter. Ich brauche nichts. Kann ich da hoch? Nee, ne, das ist zu hoch. Da kommen wir nicht hoch. Nee. Oh, wie sie muss ich abrupt nach hinten rutschen muss, die Arme. Das musste jetzt sein, ne? Das arme Pferd. Verliert sie nicht! Los! Das Pferd ist sowas von dead, ey. Das war so krass. Wie nett! Und tritt weg, kommt. Was? Niemand tritt weg? Aua. Hätte nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Wie hast du uns gefunden? Typen mit einer scheißhässlichen Narbe gefragt. Sehr lustig. Vor der eine scheißhässliche Narbe. Wie viele sind noch hier? Was ist das Ding da? Aber das ist ja nicht... Nur ihr beide? Du kannst das nicht stoppen. Jordan! Du solltest nach der anderen Ausschau halten. Was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja. Dieses Mädchen war da. Was? Sie sind hinter uns her. Deshalb war Nick so zugerichtet. Wir müssen sie zu Isaac bringen und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, tja, ich habe gerade mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag. Alle Eindringlinge töten. Oh, Moment, Moment, das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist ein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Scheißegal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mann. Egal, wie viele es sind. Wir finden sie, wir töten sie. Kannst du nicht bitte einmal kurz dein Hirn anschalten? Ja, Mann. Schon. Jakob, komm schon, bitte, schon bitte. Was muss ich machen? Alter, der Mann, Mann, ey. Hab dich, mieser Wichser. Alles
gut? Jetzt schon. Ellie. Wir sollten gehen. Bestimmt hat jemand die Schüsse gehört. Schau mal. Sie gehört zu ihnen. Na los. Sieh dir den später an. War da ein TV-Sender auf der Karte? Ich hab keine Ahnung. Komm! Fuck Ellie! Scheiße! Scheiße! Oh, Alter! Fuck! Alter, fuck! Ich glaube, wir haben tatsächlich damit getroffen, ne? Geil. Los geht's. Das fehlt ein cooles Geräusch dazu. Deshalb war ich etwas verwirrt. Scheiße, wir müssen hier raus. Einen Moment, Dina, einen Moment. Ich möchte ganz sicher gehen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Wir haben das doch fast da eben aufgesammelt. Das müssen wir uns natürlich auch gleich noch angucken. Was sie da eben von ihm genommen hat. Okay, das hier noch schnell alles. Ganz, ganz schnell alles absuchen. Den hier noch. Gut. Da gibt's noch vielleicht was. Nope. Oh, warte kurz. Das möchte ich kurz erledigen. Danke. Hier lang! Scheiße. Weiter! Säubert die Räume! Von hinten zuschlagen! Los, die hat keine Scheiße, Munition! Sagt wer? Und wie ich Munition habe. Recht von dir! Komm schon. Jetzt. Komm, lauf hin. Zack. Geht das. Ich muss einmal kurz Verband nehmen. Schnell. Wir haben sie in der Falle! Okay. Sehr gut. Danke. Alles okay? Ja. Nochmal ganz am Anfang. Erkennst du irgendeinen davon? Nein. Und dringend. Okay, Heilung ist nochmal nötig. Ich bastel noch vielleicht nochmal neue. Scheiße, kann ich gerade nicht. Okay. Mir egal. Wir finden schon einen Weg. Hier wieder alles schön absuchen. Leider findet man ja immer diese Sachen nur im Regal, wenn man so ganz nah daran längs läuft. Da man die oft, finde ich, nicht sehen kann. In dem Haus steht bisher noch gar keine PlayStation rum. Ein Wunder.
Wie kommt der hier? Gibt's noch irgendwas? Der Raum? Der irgendwas für uns? Wie war hier mal eine Party? Welcome. Guck mal, das ist doch nur Jacken und so. Das ist irgendwie. Das ist eine Schule? Scheint fast so, ja, das ist von der Schule. Great Behavior. So das gab's hier also auch. Great Behavior. Wollen wir denen das glauben? Ich weiß ja nicht. George Washington. Glaube ich zumindestens. Bin nicht so gut in amerikanischen Präsidenten. Es gibt ja noch. Wer ist denn das, der auf den. Wer ist denn auf den Geldscheinen drauf? Sofort alle hier runterkommen! Mehr von denen. Woher kam diese Schüsse? Das ist Benjamin Franklin, aber es war nicht Benjamin Franklin. Ich glaube, es ist George Washington gewesen. Ich bleibe hier. Okay. Jetzt mal wissen, was die sagen, eigentlich, wenn ich eine Geisel von ihnen habe. Ich bin so aus dem Tod. Ja, das wird nichts mehr. Leider bin ich jetzt tot. Sein Diener schafft das gerade voll, das alles hinzukriegen. Du bist tot, hörst du mich? Alter. Der war echt gut. Aber den musst du dann auch erstmal schaffen jetzt. Schaffst du sie? So. Mist, das sind echt Fehler. Ich hab's gesagt. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. In dem Raum. Wir looten hier erstmal. Ganz ruhig.